wie sehr er mich das mitgenommen hat, dass ich den Teddybär nicht holen konnte. Und die Tage vergingen. Und das nur wegen einem blöden Teddybären. Oh nein, schon wieder Hypnose. Ist klar. Überall in der Geschichte war er dabei. Warum suche ich immer solche Psychospiele aus, die unser Gehirn hypnotisieren wollen? Was I dead? Was this heaven? It sort of looked like the basement bathroom. Wir leben wieder. It was the shoes the old man was going to give me. I thought I might as well put them on. They were just the right size. Und den Hut nicht vergessen. The old man's hat fit me pretty good as well. I'm sure he wouldn't mind if I wore it. Nach der 10 habe ich das Star Fox auf Nintendo 64 zu zocken. Huch! Was ist jetzt denn? Und die Krawatte, wie putzig. Mir hängt eine Krawatte im Gesicht. Hast du eine Nintendo 64 noch? Ich habe auch noch einen im Keller. Kapitel 3. Meine Welt aus den Fugen. Da oben sind immer Zitate von irgendwelchen Leuten. Okay, dass ich hier irgendwelche Anti-Magnet-Dinger habe, das... Ui, oh. Warte mal, was passiert, wenn ich hier runterspringe? Normalerweise, also ich verstehe ja, dass ich so Gravitationsschuhe habe. Aber sobald ich den, normalerweise müsste ich, sobald ich hochspringe, so, bumm. Weißt du? So. Macht gar keinen Sinn, was ich hier mache. Okay. Part of the basement was flooded, and the stairs had collapsed. I didn't know what was going on. But I knew I wanted to get back upstairs. Ich habe meine erste Wii auch noch. Auch die Wii U. Aber meine erste Wii habe ich kränken gelassen. Und ich habe dazu eine externe Festplatte, wo 235 Spiele drauf sind. The gate was locked. I would need a key to open it. Ah, alles klar. Okay, da darf ich nicht rauf. Okay, verstanden. Ich will doch durch die Tür hier. Ui.
I had to be careful. Ja, the electricity was going haywire in some places. Übrigens hat dein Story jetzt ein Ende, weil sind ja alle tot wahrscheinlich. Aber warte mal so. Und dann schon. Das wird mich aber auch noch mega mega irritieren hier mit diesen drehenden Räumen. So, wir müssen auf jeden Fall da hoch. So, und jetzt hier runter. Hui. Und dann da hoch. Hui, hui. How long had I been asleep? Months? Years? I was so confused. Where had everybody gone? Wo waren alle hin? Also, jetzt sind hier keine Heather und Papa und Oma, Opa. Keine Leute mehr da, die mich hier voll quatschen können. Hui, guck mal, wer rennt. Hui, guck mal. Hui! I was slightly scared. This was the first time I had been outside on my own. Erste Mal alleine draußen. Dum dum. I knew what I had to do. This had to be my purpose. I would clean a million things, so I could become a real boy. Whatever that meant. Was hast du dir gekauft? Was wollte ich gerade sagen? Habe auf Platte etwas weniger. Ja, so. Jetzt kommt das Problem überhaupt. Ich habe 225 Spiele. So, ich habe Zelda habe ich gespielt und Bomberman und so. Also ich habe richtig viele Spiele, aber wenn du zu... Vielleicht kennt man das Phänomen. Ich dachte, es ist hier viel zu viel Story. Auf jeden Fall, wenn man zu viele Spiele hat, also du hast zum Beispiel, also von den 200 Spielen habe ich locker Bock auf Minimum 30 Spiele. Hört sich jetzt wenig an, weil das 200 Spiele sind, aber 30 sind ja auch schon eine Menge. So, und man hat einfach so viele Spiele, dass man auf jedes einzelne Bock hat. Also nehmen wir jetzt mal die 30, auf die ich richtig Bock habe. So, und dann weißt du gar nicht, was du spielen sollst. Und diese Auswahl überschwemmt einfach deinen Kopf, dass du dann einfach, obwohl du auf jedes einzelne Bock hast, auf jedes einzelne keinen Bock mehr hast, weil das einfach zu viel ist. Du weißt nicht, was du spielen sollst und damit fixst du dich selber. Also so ist das bei mir. Deswegen, als ich die Spiele auf Steam gekauft habe für 400 Euro, auf die habe ich alle Bock. Aber ich habe jetzt erstmal nur so und so viele installiert, dass ich nicht diese riesen Auswahl habe. Weißt du, ich habe jetzt zum Beispiel Bock auf hier auf Howage. So. Hätte ich jetzt aber noch alle Final Fantasy Teile und alle dies und alles das und alles jenes und alles von Steam installiert. Und alle so, dann habe ich einfach keinen Bock mehr irgendwie irgendwas rauszusuchen und irgendwas spielen, weil ich habe einfach Bock auf jedes Spiel und dadurch habe ich wiederum keinen Bock. Vielleicht kennt man das Phänomen. So, sammeln wir hier mal ein bisschen Müll. So, und warum hast du sie jetzt gekauft? Du hast doch gesagt, das ist ja viel zu viel Story. Oh, dieses Auto, ja. Pum. Ich höre eine Katze. Warte mal. Ich kann dir... also ich lese deine Nachricht. Ich kann dir jetzt nur nicht das Dingsen rausholen. Die Sperre. Aber das müsste mein Mod eigentlich können. Ein Mod müsste dich eigentlich entmuten können. Theoretisch.
oder auf eine Sekunde setzen. Du weißt doch, wenn man einen Punkt setzt und dann kein Leerzeichen, dann zählt das als Link. Und wenn man links unerlaubt schickt, wird man gesperrt. Aber warte mal, ich mach dir das mal eben. Ich muss nämlich meinen Mod noch erklären, wie das überhaupt funktioniert. So, ich gebe dir mal eben für eine Sekunde eine Sperre. So. Jetzt müssen wir hier wieder ins Spiel rein. Müssen wir mal eben... So, da sind wir wieder. Da brennen Leute oder so, ne? So, auf jeden Fall, was hast du denn geschrieben? Ich habe das Problem, dass mich Spiele ruckzuck langweilen. Ich brauche ständig Abwechslung und am besten Brainfuck. Alle meine Konsolen sind über eine Switch am TV angeschlossen. Ich zocke jeden Tag alles Mögliche, aber auf alles Lust, was ich habe. Ja, ich habe ja auch auf alles Lust. So ist es ja nicht. Aber zum Beispiel, als ich arbeitslos war, zum Beispiel, ich muss jetzt, also ungelogen, von meinen über 200 Spielen auf der Twitch, wovon ich auf 30 Spiele Bock habe, habe ich vielleicht 3 Spiele erst durchgespielt und vielleicht insgesamt erst 15 Spiele angespielt. Okay, da gehen wir lieber noch nicht hin. Wir räumen hier erstmal auf. Huch, guck mal, so kommt man auch hoch. Weil das ist einfach zu viel. Und ich finde, also obwohl ich ja Lust habe, dass die Lust irgendwie dadurch kaputt gemacht wird, wenn du überschwemmt, also man wird ja überschwemmt mit dem Interesse. So. Zum Beispiel. Oder man kann das auch, hier ein anderes Beispiel. Du hast Bock auf diese Frau und du hast Bock auf diese Frau und diese Frau und diese Frau und diese Frau. Auf jede einzelne hättest du richtig Bock. So, zum Beispiel diese Woche die oder diesen Monat die und nächsten Monat die und nächsten Monat die. Aber wenn alle 15 Frauen auf einmal kommen, dann weißt du gar nicht mehr, für welche Frau du dich entscheiden sollst. So weißt du, du würdest jeden Monat eine nehmen. Jetzt die Blonde, also jetzt zum Beispiel die Jenny, nächsten Monat die Birgit, keine Ahnung, ne? Und dann die, die andere und wie sie alle heißen. Ich weiß ja nicht, wie alle deine 15 Frauen heißen, so, ne? So, wenn sie aber alle kommen, dann ist aber schwierig. Dann hätte man auch vielleicht nicht Bock auf alle 15 Frauen auf einmal so. Und du kannst dich dann auch nicht mehr so entscheiden, für welche. Wenn jetzt alle 15 kommen und die wollen immer jeden Tag. Was bringt das eigentlich, dass ich hier das aufräume? Lol. Machst du Lol? Ja, mit Ö. Lol. Auf NES, Sega. Welche Sega? Also Sega gibt's ja viele. Sega Mega Drive, Sega Master System, Sega Mega Drive 2. Von welcher Sega redest du denn? Hier haben wir noch so einen alten Schuppen. Sega Mega Drive. Also warst auch bestimmt immer so ein Sonic-Süchtiger, ne? I was surprised to see an old man, but not as surprised as he was. It turned out he was blind. He was kneeling on the floor with his hand in a drain. When I asked him what he was doing, he said his cat had crawled into the pipes, and he was trying to get her out. He was very happy when I offered to help. He said there was no way we could reach her from here, so if I was willing, I could make my way through the sewers and get her from the other end. He said he would turn off the water for as long as possible, but I would have to run, as the pipes would soon fill up again. I happily agreed. So he gave me a key. He said this will open all the sewer gates. Go through here, then down the ladder, and through the big door at the bottom. War jetzt aber nicht der richtige Weg, ne? Ich bin ja einer, der will ja nicht immer die richtigen Wege gehen, sondern die falschen Wege gehen. Ich will ja die falschen Wege gehen. Also oben... Hat er uns das aufgeschlossen?
Auf jeden Fall sagt die Map immer Bescheid, wenn wir alles am Müll haben. Kommen wir da rein? Kein Eintritt. Die Games von Sonic auf der GameCube sind meiner Meinung nach die besten. Ich weiß nicht, ob du die Konsole kennst. Kennst du bestimmt. Die Dreamcast. Da habe ich auch immer Sonic gezockt. Auf der Dreamcast, wo du so... wie war das denn nochmal? Du konntest irgendwie... Also du konntest Tiere sammeln und daraus Kostüme machen. Oh, das ist zu lange her. Konnte man da Tiere draus machen? Ich glaube ja. Die mochte ich nicht. Oh, was passiert? Viel zu schnell. Hä? I better run. Ich sollte lieber laufen. Ach so, in die Richtung. Ja, lol. Ich habe ja... Stimmt, ich habe ja... ich habe ja diese komischen Schuhe. Okay, lauf, Johnny. Guck mal, da oben. Ne? Ich will ja nicht versaut denken, aber das sieht aus wie ein Penis. Genau das. Das sieht aus wie ein Penis. Guck genau hin. Penis. Okay, was machen wir denn? Wir müssen so laufen, ne? Ja. Warte mal so. Müll mitnehmen. Ey, ich hatte die Tür doch sogar schon auf. Willst du mich jetzt verarschen? Hui. Dum, 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 dum. Ich vergesse das immer wieder. Ich muss ja erst den Boden berühren wegen Magnet. Also Gravitation, nicht Magnet. So, jetzt aber. Komm. Ach, komm schon. Ey, so, jetzt aber hier hoch, hier runter. Einmal drehen, zack, zack. Ach, war doch easy. Easy, Mann. Hallo, rein da. Was ist jetzt denn? Ah. Oh, lol. Warte mal. Muss mal aufpassen wegen dem Wasser. Jetzt hier. Oh, komm. Ich hab's vergessen. So, ja, da war hier. Das war aber. Allein wegen dem Müll brauche ich immer ein bisschen länger hier. Guck mal. Und ich habe nicht mal den Müll eingesammelt. Komm. Ich habe nicht mal den Müll eingesammelt. Nein, ich hab's schon wieder vergessen. Ich darf nicht sofort losspringen oder ich muss direkt losspringen in dieser Welle. Vergesse ich das immer wieder hier. Ja. Guck, hab den Beruf. Komm von hinten. Hab den Berufsschulen nicht gekriegt. Bei sowas würde ich den Müll ignorieren und durch. Nein! Ich bin ein Perfektionist. Der Müll wird eingesammelt. Ja. Ich krieg diesen. Ah, vergessen schon wieder. Ich vergesse immer den ersten, dass da das Wasser kommt. So. Stuhl mitnehmen, zack. Ja, schon wieder nicht gekriegt. Hier, Stuhl mitnehmen. Jo, jetzt haben wir ihn. Peter. Ja. Aber wie kommen wir denn da oben hin? Alles klar. Okay, das Problem, was wir jetzt haben. Guck mal, da ist noch ein Fahrrad. Kriegen wir irgendwie eine Taucherausrüstung? Weil die sollen wir dann... Achso. Mitsterben. Alles klar. Wir müssen ja gleich noch an die Decke. Hui. 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 Jetzt brauchen wir aber das Fahrrad da unten nicht. Hui. 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 Upsa. Hui. Hui. Ups. Fahrrad einsammeln. Ach, komm schon. Oh, was ist das denn hier alles? Gucken wir gleich mal eben.
Bei sowas würde ich den Müll ignorieren, ja. Wenn du sowas Flottes magst, das gut fordert, dann empfehle ich dir Where is my money? Ich schreibe mir das mal mit auf. Ich schreibe mir das mal auf. Wo ist meine Mommy? Wo ist meine Mama? So aufgeschrieben. So, was haben wir hier? Rechts. Müll insgesamt haben wir 11.000. Müll hier sind noch 174. Und eigener Müll? Wiederbelebungen. Oh, 44 Mal sind wir schon gestorben. Also 43 Mal sind wir schon gestorben. Okay. Ja, renn, Johnny, renn! Und jetzt werden wir das ja auch hier mal schaffen. Zack! Guck mal, direkt Abkürzung genommen. I found the old man's cat. She was fine, if a little confused. I was horrified. It looked like me. But it shambled around like something from the film we watched on Halloween. Katze, du musst sterben. Okay, was ist das denn hier für einer? Warum darf ich ihn nicht berühren? Wir brauchen noch den Müll aus dem ersten Raum. Nein, jetzt renne ich mit der Katze hier rum. Ach, hier ist der Penis. Oh Mann, oh. Boah, was? Das war ja... Das klappt rein theoretisch. Rein theoretisch klappt das. Boah, ich bin also richtig perfekt gegengeflogen. So, hier müssen wir an den Müll da oben ran. Wie kommen wir da an den Müll ran? Kommen wir da oben. Kommen wir da ran. Da muss noch einen Trick für geben. Können wir die Katze da hochwerfen? Hm. Hm. 5 Euro auf Steam. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. War nice. Wie kommen wir denn jetzt da ran? Ich will den Müll da oben haben. Oh, schon wieder vergessen. Hä, wie kommen wir denn da? Es gibt ja keinen Doppelsprung oder so. Jetzt rennen wir hier die mit der Katze rum, ey. Nein. Wenn wir jetzt hier gegenspringen. Hä? Erstes Rätsel. Wie kommt man an die Gegenstände da? Hier oben drauf geht auch nicht. Denke zum Ende des Raums und über die Decke zum Anfang laufen. Zwecks einsammeln. Ja, Ende des Raums. Aber wie kommt man von dort aus an die Decke? So, und wie kommt man von hier aus jetzt an die Decke? Und hier komm ich nicht wieder rein. Keine Ahnung. Ich komme hier nicht wieder zurück. Keine Chance. Ah, warte mal. Warte. Will er mal was ausprobieren? Ah, so doch nicht. Warte. Zack, zack. Und jetzt springen. Aber an dem Ding vorbei. Weil ich glaube, da hinten ist irgendein Geheimnis. Ah, warte. Oh. Die Welle kommt einfach viel zu schnell. So. Und jetzt... Nein, so. Und... Yeah. Oh. Ich krieg das mal hin. So, und jetzt spring, aber nicht da rein. Hobbelhase, was machst du denn? Oh, warte. Das ist die Katze.
Warte. Oh. So. Okay, ich glaube, das geht nicht. Weil was ich vorhatte, ist hier dran. Ach so, das geht gar nicht. Ach doch, von hier wollte ich das. Hui! Ich will erstmal die Stelle zeigen, damit man weiß, was ich überhaupt vorhatte. Genau. Hä? Ach so, das geht gar nicht. Ich wollte da oben hin. Lol. Also an den Müll kommen wir aktuell nicht ran. Vielleicht kriegen wir noch Fähigkeiten oder so. Ich weiß es nicht. Genau wie mit den Schuhen jetzt hier. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie Doppelsprung oder irgendwie sowas. The man was happy to have his cat back. He looked so content with her sat on his lap. I told him about the thing I saw, but he just laughed and said, those bastard robots, they're always getting up through the pipes. Don't worry though, it'll never get through the big doors. If I had my way, we'd have blown up the lot of them when we had the chance. I wasn't sure what he meant, but I decided now wouldn't be the best time to tell him I was a robot. The man laughed and said, don't worry, I know who you are, and told me that he knew the old man. As we chatted, the man brewed himself some tea. He said that he had worked for the old man. In fact, he had lost his sight in one of the old man's factories. Strangely, he smiled at this thought. He always did me right, he said. When I had my accident, the old man said he would look after me. And he did. He always made sure I had enough money, and he let me move into this old pumping station on his land. Which reminds me, I have something here for you. He rummaged around behind a cupboard. Then he continued saying, the old man wanted you to have this when you were old enough, but fate wouldn't allow it. He passed me a large box. It was empty. I thought about pretending to be excited, but the man said, wait a minute. It's empty, isn't it? He slumped back in his chair. I was robbed a few months ago, he said, almost in a whisper. It's strange, they took practically anything metal, but left loads of food and a brand new saxophone. The man looked sad, so I thought I would try to change the subject. I told him about my quest to clean a million things. This at least made him smile. He said I was welcome to go back through the pipes anytime I wanted, as there were loads of old things in there that could be cleaned away. Ach Mist, ich muss leider langsam los. Mist mit einem S. Der Klugscheiß, Sternchen. Wünsche dir noch viel Spaß und Stream läuft weiter. Support. Super, danke, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Bis nächstes Mal und ich hoffe, du kommst wieder.